Hallo, hier sehen Sie übrigens meinen Lieblingsstudenten, der mir hier immer schön Gesellschaft leistet. Aber der wird mir jetzt gleich auch zuschauen und wird mit Ihnen zusammen lernen, wie wir das XOR richtig schön programmieren können. Und zwar so, dass wir die Implementierung nachher auch für ganz andere neuronale Netze weiterverwenden können. Erstens objektorientiert, zweitens mit einer Lernfunktion, die immer funktioniert, ohne dass wir sie implementieren müssen. Das ist ein ziemlich genialer Trick. Und drittens natürlich in unserer schönen Programmiersprache, Julia. Los geht's an die Tastatur. Und du machst auch mit. Dann legen wir mal los mit unserer nächsten Programmierübung. Also, damit Sie nicht denken, es gibt nur Jupyter und sonst gar nichts, mache ich das jetzt mal nicht mit Jupyter, sondern habe hier Atom geöffnet. Die Atom-IDE zusammen mit dem Paket Juno, das es hier bei Atom gibt. Schaut mal hin, Juno, so heißt es. Das ist eine sehr, sehr nette Julia-Integration. Ich kann hier auch eine REPL mit dazu öffnen. Julia starten. Kann die auch hier anders anordnen. Hier rüber. Hab da oben mein Workspace auch noch. Und auf der REPL kann man eben direkt Dinge eintippen. Julia ist eine REPL-Sprache, so wie Python auch. Das heißt, wenn Julia mal gestartet ist, kann ich direkt 2 plus 3 eintippen und Julia rechnet mir mit etwas Glück das Ergebnis aus. Genau. Und Sie sehen gleich oben im Workspace alles, was es so gibt an Objekten gerade. Ja, ich kann, schreibe hier mal einfach rein, ich kann A gleich 5 eintippen. D gleich 7 eintippen, kann das mit Steuerung Enter ausführen. Am Anfang dauert es immer ganz kurz. Ich hatte es schon mal gesagt, Julia wird just in time kompiliert. Das heißt, auch die ganze normale API, die ganze Runtime-API, die wird nach und nach immer genau dann kompiliert, wenn irgendeine Funktion zum ersten Mal benutzt wird. Ja, jetzt habe ich gerade eine Variable zugewiesen, dann wird dazu was kompiliert. Vorher habe ich Plus gesagt, dann wird die Plus-Funktion kompiliert und so weiter. Deshalb dauert es am Anfang immer ein bisschen länger, aber es ist immer nur das erste Mal. Sobald irgendeine Ecke einmal kompiliert ist, ist das nicht mehr nötig. Ja, B gleich 7. Und Sie sehen, da gibt man das auch hier im Editor direkt aus. Ja, also wenn ich jetzt also A plus B tippe, dann bekomme ich direkt hinter A plus B, bekomme ich die 12, das Ergebnis angezeigt. Das ist sehr nett. Also ich kann hier meine Datei schreiben. Ja, da gibt es auch einen Save. Meine Datei schreiben, mein Skript schreiben und kann aber das Skript trotzdem zeilenweise gleich ausführen. Ich sehe hier im Workspace meine ganzen Objekte hier. A hat den Wert 5, B hat den Wert 7 und ich kann hier in der REPL natürlich das auch benutzen. Ja. A plus 2 kann ich jetzt auch in die REPL schreiben, das ist der gleiche Workspace. Das ist sehr praktisch, gerade wenn Sie zum ersten Mal anfangen, zum Beispiel diese Tensor-Operation zu machen, können Sie, während Sie hier schreiben, gleich auf der Seite mal ausprobieren, was kommt denn eigentlich raus, wenn ich die beiden Tensoren miteinander multipliziere oder wenn ich die addiere und können das direkt interaktiv ausprobieren. Und wenn Sie es dann ausgetüftelt haben, wie es funktioniert, dann schreiben Sie es ins Skript rein. Also das zu dieser IDE, die ich sehr schön finde. Es gibt auch noch andere Julia-IDEs, aber ich bin eigentlich ein großer Freund von der hier. Okay, ich habe hier ein paar Kleinigkeiten schon hingeschrieben. Einmal, wir wollen ja wieder XOR machen. Also habe ich wieder X-Train und Y-Train für XOR mir definiert. Die Input-Pattern und den Teaching-Input. Dann brauche ich ganz bestimmt nachher wieder meine Logistikfunktion, meine Sigmoide-Funktion mit 1 durch 1 plus e hoch minus x.
Die habe ich hier jetzt mal unter dem Namen Sigma mir abgelegt. Da muss ich nachher nicht so viel tippen. Ja, und jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen schöner machen. Und schöner machen heißt, tja, Julia ist eine sehr funktional angehauchte Sprache. Das heißt zunächst mal, dass Funktionen auch normale Objekte sind. Ja, in funktionalen Sprachen sagt man so, funktionalen Sprachen, da kann man eine Funktion als Funktionsargument einfach mit übergeben, zum Beispiel. Oder man kann eine Funktion rausbekommen als Ergebnis einer anderen Funktion. Ich kann Funktionen schreiben, die mir Funktionen generieren und die zurückliefern. So Zeugs kann man machen. Man kann es aber auch einen Schritt weiter denken und kann sagen, eigentlich verwischt der Unterschied zwischen einer Funktion und einem normalen Objekt komplett. Was bleibt denn noch als Unterschied von einer Integer-Variable a und einer Funktion? Na, die Funktion kann ich ausführen. Und warum kann ich die Funktion ausführen? Die kann ich ganz einfach deshalb ausführen, weil es eine Definition dazu gibt. Eine Signatur, wie ich die Funktion ausführe. Und in Julia ist nun das Prinzip so tatsächlich so weit verallgemeinert, dass die Julia-Leute sagen, man kann zu jedem Objekt, also auch zu einer Integerzahl und zu allem, zu jedem Objekt einfach eine Funktionsdefinition machen, Signatur angeben und dann kann man das Ding ausführen. Das macht begrenzt viel Sinn für Integerzahlen, aber für selbstdefinierte Typen, da macht es extrem viel Sinn. Dann kommen wir nämlich in die richtige, schöne, objektorientierte Denkweise wieder mit rein. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Das ist hier nämlich ein wunderschöner Ansatz, um neuronale Netze zu bauen. Dazu muss ich als erstes mal einen Typ definieren. Einen Typen definieren tue ich in Julia mit dem Wörtchen struct, also ähnlich wie in C. Ich sage jetzt struct. Ich möchte eine Schicht definieren für ein neuronales Netz, bei der alles mit allem verknüpft ist. Die Schichten heißen typischerweise entweder fully, für fully connected oder dense. Ich nenne es mal dense, das ist kürzer geschrieben als fully connected. Dann gebe ich an, welche Werte in meiner Struct drin sind. Und zwar, ja, das ist W, nämlich meine Gewichtsmatrix, B, meine Biase. Mehr brauche ich eigentlich nicht da drin. Vielleicht noch die Aktivierungsfunktion. Ja, und Sie sehen, funktionale Sprache. Ich kann genauso die Aktivierungsfunktion gleichwertig dahin schreiben wie die normalen Objekte, wie die Werte, weil es da gar keinen Unterschied gibt. Typen muss ich hier normalerweise nicht dahinter schreiben. Ja, man könnte jetzt so Sachen machen, wie sagen, Function, um festzulegen, dass das vom Typ Funktion ist. Ja, und das hier wäre ein Abstract Array zum Beispiel und das wäre ein Vektor. Das muss man aber nicht, weil Julia ist sehr streng typisiert, auch wenn man die Typen nicht hinschreibt. In dem Moment, in dem ich zum ersten Mal so eine Structure von diesem Typ anlege, dann übergebe ich ja konkrete Werte und aus denen liest der Compiler raus, welche Typen ich da wohl haben will. Ja, das heißt, in aller Regel genügt das, dass ich den Typ dann festlege, wenn ich das zum ersten Mal benütze, und dann ist alles gut. Die Typen hier reinschreiben kann man trotzdem, das muss man eigentlich nur dann, wenn man unterschiedliche Typen da drin speichern will. Also wenn das, was ich zum ersten Mal reinspeichere, nicht schon alles ist. Ja, wenn ich für Akt F mal eine Funktion und mal was anderes speichern will, dann müsste ich hier, könnte ich für Akt F zum Beispiel den Typ Any angeben. Dann wird der Typ nicht auf Funktion festgelegt beim ersten Mal, wo ich es benutze, ja, sondern dann bleibt das vom Typ Any. In 99% der Fälle schreibt man es einfach gar nichts hin und das ist gut so. So, was ich vielleicht noch brauche, ist ein Konstruktor. Weil wenn ich so eine Struktur definiert habe, muss ich natürlich irgendwie mal eine anlegen können. Es gibt immer Standardkonstruktoren, die ruft man einfach auf, indem man dense aufruft, der Name des Typs, so wie in Java auch. Und dann muss ich für jedes Objekt, das in der Struktur drin ist,
einen Wert angeben. Ja, also in dem Fall drei Parameter übergeben und fertig. Und dann, das ist mein Standardkonstruktor. Das ist aber in dem Fall ein bisschen unpraktisch, weil dann müsste ich ja jetzt zum Beispiel meine Gewichtsmatrix da wirklich angeben. Ja, wir hatten die immer mit Rand-N gemacht. Das will ich bequemer haben, also schreibe ich einen neuen Konstruktor. Dazu schreibe ich einfach Dens und gebe jetzt meine Argumentliste an. Ja, ich will eigentlich nur sagen, wie viele Neuronen sind denn davor? Aus wie vielen Neuronen besteht das Ding? Und daraus kann ich jetzt ableiten, wie lange mein B ist und wo, wie groß meine Matrix ist. Also ganz einfach, ja, ich sage in, out, das sind die Zahlen und die Aktivierungsfunktion vielleicht noch. Da mache ich noch was Neues damit. Sigma. Ja. Also, was ist jetzt anders? Ihnen fällt auf, ich habe hier ein Semikolon geschrieben statt einem Komma. Das, nach dem Semikolon habe ich sogenannte Keyword-Arguments, die es in Python auch gibt. Das heißt, das ist ein optionales Argument, das kann ich nachher beim Aufruf auch weglassen. Wenn ich es weglasse, dann bekomme ich den Standardwert Sigma. Ja, das ist ganz praktisch. Wenn ich eine normale Schicht will, die Logistikfunktion als Aktivierung hat, lasse ich es einfach weg. Wenn ich es ändern will, schreibe ich in Akt gleich meine Funktion, die ich haben will. Das ist sehr praktisch. Also, jetzt kommt der Standardkonstruktor, den kann ich, da ich hier innen drin bin, im Objekt, kann ich den einfach mit new aufrufen. Der weiß dann schon, welcher das ist. Und jetzt muss ich wieder meine Matrix generieren mit Zufallszahlen. Also mache ich wieder wie bisher auch Rand n out in und für das B mache ich die Zeros wieder. So viel wie ich out habe und ich übergebe jetzt die Aktivierungsfunktion. So, kann ich ausführen. Jetzt habe ich meine Structure Dense definiert, die mir nachher eine Schicht von meinem Neuronalnetz gibt. So, jetzt habe ich gesagt, die will ich ausführbar machen. Ja? Ich will ja, dass das Ding arbeitet, das neuronale Netz. Also gebe ich dem Ding eine Signatur. Dazu muss ich mich ein bisschen verbiegen beim Hinschreiben, aber es geht schon. Ich sage, irgendein Objekt, irgendein Layer, L, egal welchen Buchstaben ich da nehme, ist nur ein Platzhalter hier, vom Typ Dense, das ist wichtig. Und wenn ich das aufrufe mit irgendeinem Objekt X, was soll es denn machen? Naja, Sie erinnern sich, jetzt soll die Tensormultiplikation kommen, die mir die Ergebnisse dieser Schicht berechnet. Also das war nichts anderes als L.W, das ist meine Gewichtsmatrix, mal den X als Matrixmultiplikation. Und dann einzeln dazu addiert Punkt plus die Biase. Und um das Ganze rum natürlich noch die Aktivierungsfunktion. Und die soll auch einzeln auf jeden Wert der Matrix angewendet werden oder des Vektors angewendet werden, der hier hinten rauskommt. Ja, also Ergebnis dieses Ausdrucks ist ein Vektor, der alle Aktivierungen der Neurone in der unteren Schicht enthält und auf jedem soll noch die Aktivierungsfunktion angewendet werden. Und das ist es. Ausführen. Jetzt habe ich die Signatur meinem X hinzugefügt und jetzt, ja, jetzt probieren wir das mal aus. Klar, ja. Also jetzt mache ich meinen ersten Layer L1 und sage, das soll ein Dens sein und soll zum Beispiel 2,10 groß sein. Ja, also die erste Formel mit 2 rein und mit 10 rauskommen. Muss ein bisschen kompilieren beim ersten Mal. Ein bisschen viel kompilieren. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und habe ich hier drin stehen? Ja. Und. Okay.
Machen wir es aus. Ja, ich kann mit Steuerung Enter direkt die Zeile ausführen. Hier habe ich jetzt, sehe ich ein Objekt vom Typ Dense. Da oben sehe ich es auch. Ich kann da auch reinklicken hier direkt und mir angucken, was in dem Objekt drin steht. Ja, das ist ein Vektor, das ist eine Funktion, das ist eine Gewichtsmatrix. Die kann ich mir auch angucken, wie die aussieht. Ja, das ist echt schön gemacht hier. Das ist mein L1. Und jetzt habe ich ja gesagt, das L1, das kann ich jetzt ausführen. Ja, das ist zwar ein Objekt, das eigentlich Daten speichert, dem habe ich aber eine Signatur gegeben, also kann ich sagen L1 und ich übergebe dem jetzt ein Muster, also zum Beispiel das erste Muster meines Trainingsdatensatzes, also XTRN Zorn Doppelpunkt 1, also die erste Spalte, halt, muss ich eine eckige Klammer machen natürlich. Die erste Spalte meiner Trainingsdaten gebe ich rein und jetzt gucken wir mal, ob er da was berechnet. Nein, weil aktiv nicht definiert ist. Warum ist aktiv nicht definiert? Weil das nicht aktiv ist, sondern L.aktiv natürlich. Ja? Das ist die Aktivierungsfunktion, die in meinem Objekt L gespeichert ist. Also nochmal das Ganze. Und jawohl. Und was kommt raus? Es kommen 10 Elemente raus. Logisch, das sind die 10 meiner Schicht. Ja, die 10 Werte der Vektoren meiner Schicht, die sind alle 0,5. Das haben wir auch erwartet. Hoffe ich mal, dass Sie das auch erwartet haben, weil wir geben 0, 0 rein. Das heißt, das bleibt immer 0, geht in unsere Sigmoid-Funktion rein. Bias ist auch noch 0. Das heißt, das Ergebnis der Aktivierungsfunktion, der Sigmoid-Funktion, ist in dem Fall immer 0,5. Da kann nichts anderes rauskommen als 0,5. Ja. Jetzt probieren wir, ob auch die Tensorarithmetik funktioniert. Also ich gebe jetzt meine ganze Matrix XTRN rein und ich würde erwarten, dass ich jetzt viermal die 10 Neurone kriege. Ja, genau. Eine 10 mal 4 Matrix, ja? Also vier Spalten jeweils mit den 10 Aktivierungen der Neurone. Ja? Also so einfach kann ich eine Schicht implementieren und das Nette ist wirklich, da ist kein Framework mit dabei, das ist alles von Grund auf einfach die Mathematik hingeschrieben und das ist es. Okay, jetzt können wir das Ganze natürlich ja, können wir auch noch ein L2 machen. Ja, mache ich ein L2. Ist gleich Dense, eine zweite Schicht, die zum Beispiel, die muss jetzt 10 haben für die Schicht davor, weil die soll andocken an die Schicht, die aus 10 Neuronen besteht. Also das muss die 10 sein hier. Und dann, ja, sage ich zum Beispiel 4, oder, ja, machen wir 4 Ausgabeneuronen. Ist egal. Ja, irgendwas. Okay, das funktioniert auch. Und jetzt kann ich die aneinander hängen. Die einfachste Möglichkeit, die aneinander zu hängen, geht zum Beispiel über ein Pipe. Wo ist er hier? Pipe L1, Pipe L2. Was erwarte ich jetzt, was hier rauskommt? Ja, ich erwarte, ich schiebe diese Matrix hier rein. Dann müsste ich nach L1 bekommen, diese 10 mal 4 Matrix. Und nach L2 müssten jetzt diese 10 Neurone gehen als Input nach L2 rein. Und dann kommen wieder 4 raus. Also müsste am Ende eine 4 mal 4 Matrix rauskommen. Funktioniert. Ja, funktioniert. Und ist, glaube ich, intuitiv, was Pipe tut, kann man sich leicht vorstellen. Der schiebt einfach die Daten in die Funktion rein und in die nächste Funktion rein und dann kommt es da raus. Das sieht ein bisschen nach Magie aus, aber Pipes sind keine Magie. Das sind eben in einer funktional angehauchten Sprache. Da kann man sich in Pipe auch ganz leicht selber schreiben. Ja? Glauben Sie nicht? Doch. PipeMe soll eine Funktion sein. Ich definiere einfach Funktion mit beiden Argumenten x und f und sage, das soll sein f von x. Ja, das ist es. Das ist eine Funktion, die zwei Argumente nimmt und die das zweite Argument als Funktion interpretiert und dann diese Funktion anwendet auf das erste Argument. Ja, und jetzt kann ich sagen, halb mi,
25 SQRT zum Beispiel. Jetzt müsste die Square Root auf die 25 angewendet werden. Tut's wunderbar. Ja, funktioniert. Ups, Entschuldigung, ich habe hier meinen Bildschirm verloren. Da bin ich wieder. Ja. Funktioniert. Also, jetzt probieren wir mal den richtigen Pipe, so wie oben. Ja, also wir versuchen 25 Pipe Mi SQRT. Ja, das geht natürlich nicht. Warum geht es nicht? Das kann der Parser, der meinen Quellcode interpretiert, das kann der nicht interpretieren, weil er nicht weiß, was ich damit meine. Die Notation, dass ich eine Funktion hinschreibe und dann auf der linken Seite von der Funktion ein Argument und auf der rechten Seite von der Funktion das andere Argument. Das nennt sich Infix-Notation. Das ist relativ üblich, das benutzen Sie die ganze Zeit. Ja? Wenn Sie die Funktion plus nehmen, zum Beispiel, plus 3, 4 ist 7. Plus ist eine ganz normale Funktion, aber der Compiler, der Parser hier, der lässt zu, dass man das eben anders schreibt, dass ich ein Plus hinschreibe und dann links davon das erste Argument hinschreibe und rechts davon das zweite Argument. Ja, das ist genau das gleiche wie das, was oben steht, nur anders aufgeschrieben. Und das kann man aber nicht ganz verallgemeinern, sonst würde die Sprachsyntax nicht mehr funktionieren. Es gibt in allen möglichen Sprachen unterschiedliche Methoden, wie die das lösen, dass man sowas machen kann. Ja, in R muss man eine Funktion mit Prozent einschließen, dann funktioniert es. In Python braucht man irgendwelche Zusatzpakete. In Julia ist es ganz einfach. Die Julia-Leute sagen einfach, wenn der Name einer Funktion mit einem Sonderzeichen anfängt, dann darfst du das Infix schreiben. Ja, das heißt, wenn ich jetzt meine Pipe-Funktion umbenennen würde zu einem Sonderzeichen, anbieten tut sich zum Beispiel so ein Right Arrow. Ja, Right Arrow gleich Pipe-Me. Ja, jetzt habe ich eine Funktion Right Arrow, Sonderzeichen mit Pipe-Me. Jetzt probieren wir erstmal Arrow 25 SQRT, ob das noch funktioniert? Das funktioniert noch. Ja? Also Right Arrow ist die gleiche Funktion, ist sogar dieselbe Funktion, weil das Referenzen sind hier. Dieselbe Funktion, die nur einen anderen Namen hat, einen etwas skurrilen Namen, nämlich ein Pfeilchen als Name. Aber jetzt müsste der Parser das akzeptieren, dass ich die 25 links von meinem Funktionsnamen schreibt und ups, die SQRT rechts davon. Und das geht. Ja? Also keine Magie, ganz einfach. Wahrscheinlich denken Sie sich's. Ich könnte hier auch schreiben. Geht auch, ja. Das Wurzelzeichen ist auch nur ein Alias für die Square Root Funktion. Und das Wurzelzeichen ist jetzt wieder ein Sonderzeichen. Das heißt, das kann ich wieder infix verwenden mit einem Argument. Das heißt, ich kann vermutlich auch sowas hinschreiben. Und das geht auch. Ja, Wurzel 2 kann ich direkt ohne Klammer hinschreiben, weil es ein Sonderzeichen ist, weil diese Notation geht. Okay, also das war nur ein kurzer Einschub zu diesem Piping hier, damit Sie ein bisschen Julia lernen zwischendrin. Eigentlich will ich es nämlich ganz anders machen. Ich habe mich ein bisschen verrannt, sorry. Eigentlich will ich das hier ganz anders machen. Und zwar, passen Sie mal auf, ich lösche das mal hier weg.
Ja, ich lasse mal stehen. Macherisch. Okay, weil nachdem das jetzt so gut funktioniert mit diesem ausführbaren Objekt da oben, könnte ich das ja für mein ganzes Perzeptron auch so machen. Ja? Ich mache. Ich mache nur noch einen Typ, der heißt MLP. Was steht da drin? Ja, da stehen eigentlich nur meine Layer drin. Und es steht drin natürlich ein Konstruktor. Wie sieht der Konstruktor aus? Ja, MLP. Und dem übergebe ich jetzt meine Layer, die ich haben will, im Plural. Und es gibt natürlich hier auch, wie in jeder Programmiersprache, eine variable Argumentliste. Das heißt, ich kann nicht nur einen Layer übergeben, ich kann beliebig viele Layer übergeben. Die kommen als Liste, als eindimensionales Array innen drin an in der Funktion. Das heißt, in der Funktion bekomme ich jetzt eine Liste, die alle Layer enthält. Und die kann ich jetzt in meinen Standardkonstruktor reinwerfen. New Layers. So. Also jetzt habe ich die Möglichkeit, ein Multilayer-Perzeptron zu machen, indem ich sowas hinschreibe wie wir wollen ein XOR haben, oder ein MLP, Multilayer-Perzeptron soll sein ein MLP. Und jetzt kann ich hier Layer angeben. Ja, jetzt könnte ich sagen, Dense, oder kann ich sagen, ich mache mal so L1, L2 zum Beispiel. Ja, oder ich schreibe noch dahinter, Dense, L2 hat mit 4 aufgehört, also 4, 1, irgendwie sowas. MLP Notified, ich soll es vielleicht noch ausführen. Ja, okay. Ja, habe ich ein MLP. Und mit drei Schichten. Das spielt jetzt keine Rolle, ob ich die eine vorher schon vordefiniert hatte oder nicht. Kann auf die Art und Weise mein MLP definieren. So, jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie mache ich das ausführbar? Was soll denn passieren, wenn ein MLP tatsächlich ausgeführt wird, also wenn ich jetzt Daten in das MLP reinstecke, naja, die Syntax von oben, die kennen Sie schon. Also ich schreibe wieder einfach hin, irgendein Objekt, MLP, Klammer auf, MLP vom Typ MLP, rufe ich auf mit Daten und ich brauche jetzt vielleicht die ausführliche Funktionsdefinition, damit ich das ein bisschen schöner hinschreiben kann. Ja, also ich mache mal eine ausführliche Funktionsdefinition, nicht nur so diese Kurzschreibweise. Die heißt Function MLP. Mit einem Argument x. Ja, was soll die Function machen? Ja, die soll das x nehmen und durch die Layer durcharbeiten. Die Layer, die sind ja ausführbar. Also mache ich einfach eine Vorschleife. In Julia darf man Vorschleifen schreiben, nicht so wie in Python, wo man das nicht darf. Kein Problem, eine Vorschleife zu schreiben. Die ist auch schnell. Also for Layer in Layers. Ich iteriere einfach durch meine Layer. Geht so nicht, nein. MLP.layers, ja, die Layers im Objekt MLP will ich ja haben. Und jetzt sage ich, x soll sein Layer von x. Also, ich nehme mein x, führe den ersten Layer aus und bekomme das Ergebnis zurück und nehme das wieder als x. Dann nehme ich das neue x, führe den nächsten Layer aus und so weiter. Und das ist es schon. Muss ich nur noch die Schleife schließen und mein x wieder zurückgeben. Und jetzt habe ich eine Signatur für mein Multilayer-Perzeptron. Und das sollte eigentlich funktionieren. Ja, jetzt das probieren wir jetzt mal. Ja, ich habe hier schon mal eins gemacht. Halt, ich bin wieder im falschen Fenster. Okay.
Probieren wir das einfach nochmal. Ja, wir nehmen das, was wir gerade definiert hatten. Unser Perzeptron hat jetzt drei Schichten. Und das müsste man jetzt mit dieser Signatur, die hier oben steht, ausführen können. Das heißt, ich rufe auf MLP, XTR, Xtrain und ich nehme mal wieder nur das erste. Dann gucken wir mal, was passiert. Has no field layers. Layer, stimmt. Ich habe es anders genannt. Probieren wir es nochmal. Ja, es wird ausgeführt und was kommt raus? Eine Zahl. Meine letzte Schicht gibt tatsächlich eine Zahl aus. Ja? Also, mit dem Aufruf kann ich jetzt ein Muster durch mein ganzes Perzeptron durchpropagieren, durchpumpen. Ich probiere es auch mal sicherheitshalber nochmal mit dem ganzen Tensor, also mit allen Trainingsdaten, die ich habe. Und wunderbar, das funktioniert auch. Ich bekomme vier Ergebnisse zurück. Das ist jetzt nicht mehr 0,5, weil das ja jetzt über mehrere Layer geht. Da geht die 0,5, im zweiten Layer geht die 0,5 kaputt. Also, Sie sehen, so einfach geht's. So leicht können wir das hinschreiben. Ja, also, was kommt als nächstes? Das Training. Vorwärts ging easy. Ja? Jetzt kommt unser Training. Das wird jetzt aber haarig, ja? Weil Training heißt ja, wir müssen eigentlich jede Gewichtsmatrix, die jetzt in einer unserer Layer drinsteckt, hier anfassen, die Delta Ws berechnen. Oh, die modifizieren. Oh, das, ja, okay. Aber Gott sei Dank müssen wir das nicht machen, weil da gibt es auch einen Trick. Und den Trick, den zeige ich Ihnen jetzt. Der Trick heißt zum Beispiel Autograd oder Zygote. Dazu komme ich aber kurz nach vorne an die Tafel und versuche Ihnen das mal direkt zu erklären. Und wenn wir das haben, machen wir hier wieder weiter. Also, bis gleich. Der Trick, den wir brauchen, der heißt automatisches Ableiten. Was heißt das? Das heißt, wir müssten eine Maschine bauen, in unserem Code oder ein Stück, eine Funktion programmieren, die in der Lage ist, für beliebige neuronale Netze, für beliebige Funktionen, die wir schreiben, den Gradienten selbstständig zu ermitteln. Das müsste doch eigentlich möglich sein. Ja? Da steht ja im Quellcode, steht das ja alles drin. Ja? Da steht drin, f von x gleich x Quadrat, ja, das ist eine Parabel und jeder weiß, wenn ich das ableite, dann kommt da f' von x gleich 2x raus. Ja, die Ableitung von x Quadrat ist 2x. Das müsste doch eigentlich die Maschine auch können. Ja, wieso muss ich das von Hand machen? Das soll doch der Computer können. Tatsächlich ist es auch gar nicht so unmöglich. Ja, das ist eigentlich leicht zu machen und es gibt auch schon lange solche Maschinerien, die sowas können. Ein Problem bei unseren Geschichten ist, dass wir mit modernen Programmiersprachen arbeiten, die funktional sind. Das heißt, wir verändern den Quellcode bevor er kompiliert wird und in Julia noch schlimmer, da verändern wir den Quellcode sogar zur Laufzeit. Ja, es wird erst zur Laufzeit kompiliert. Erst wenn eine Funktion zum ersten Mal gebraucht wird, tatsächlich, wenn sie ausgeführt werden soll, dann wird sie in dem Moment kurz vorher kompiliert. Und bis dahin können wir den Quellcode noch verändern und das machen wir auch. Das machen Sie auch. Meistens merken Sie es nicht, weil unter der Haube irgendwo Makros arbeiten und immer wenn ein Makro im Spiel ist, dann wird der Quellcode verändert. Eine andere Art und Weise, den Quellcode zu verändern in unseren Sprachen ist, wir übergeben Funktionen. Wir übergeben unsere Propagation, unsere Forward-Funktion, die Aktivierungsfunktion zum Beispiel. Und aus dem Quellcode kann man nicht unbedingt rauslesen, welche Funktion da nachher zur Laufzeit übergeben wird, weil das ist ein Parameter, der zur Laufzeit übergeben wird.
Das kann sich eine Millisekunde, bevor die Funktion ausgeführt wird, nochmal ändern. Das heißt, das geht tatsächlich nicht vorher, den Quellcode zu analysieren und das Zeugs abzuleiten. Man muss deshalb einen Umweg machen und es stellt sich raus, dieser Umweg, der ist zwar aus der Not geboren, der ist aber so cool, dass man das, wenn man sich gerade raus überlegt hätte, nicht besser hätte machen können. Was ist der Umweg? Der Umweg ist, ich schreibe nicht eine Maschine, die mir meinen Quellcode analysiert und ableitet, sondern ich schreibe eine Maschine, die meinen Compiler beobachtet und schaut, was machst du denn? Das heißt, ich lasse das Ding, ich lasse den Code ausführen, ich lasse eine Berechnung durchführen und beobachte dabei meinen Compiler, was er jetzt aktuell tatsächlich macht, also wie er das berechnet. Und dann schreibe ich das mit, ich schreibe ein Protokoll über alle Berechnungsschritte. Und jetzt habe ich nach der Berechnung habe ich dieses Protokoll, das genau zeigt, wie die Berechnung vor sich gegangen ist. Und das kann ich jetzt natürlich nehmen und kann es ableiten. Jetzt kann ich meine Maschine drauf einsetzen, die Ableitungsregeln drauf einsetzen und kann dieses Protokoll ableiten und kann dann für das, was ich gerade vorher berechnet habe, den Gradient bestimmen. Und das geht. Das geht. Es gibt, da das in Julia sehr relativ einfach umzusetzen ist, weil Julia diese Makrofähigkeit hat, da kann ich direkt solche Makros programmieren, die den Code selbst beobachten, gibt es da mehrere Pakete. Die Zygote ist eine davon. Das bekannteste ist Autograd. Das Ur-Autograd-Paket ist ein Python-Paket. Ist natürlich, also sowas in Python zu machen, ist schon eine Nummer, ja, weil, na gut, aber sei es drum. Ist halt langsam, aber es funktioniert. Und die Idee ist genial. Und seit es das in Julia gibt, ist es nicht nur genial, sondern auch noch schnell. Gucken wir es mal ein bisschen genauer an. Was macht Autograd? Autograd, wie gerade schon gesagt, beobachtet, was der Compiler macht. Und der Compiler bekommt zur Laufzeit tatsächlich nicht ihren echten Quellcode, sondern er bekommt den AST, den abstrakten Syntaxbaum, mal hier für eine einfache Funktion aufgeschrieben, visualisiert, wie der abstrakte Syntaxbaum in Julia aussieht. Und er protokolliert mit, was tatsächlich passiert. Also man kann sich das so vorstellen, ja, wir geben einen Tensor, wir arbeiten ja mit Tensoren, mit vierdimensionalen Matrizen, mit vierdimensionalen Vektoren. Ein Tensor geht rein in meine Funktion, wird irgendwie verarbeitet und dann kommt ein neuer Tensor raus. Der wird wieder verarbeitet, kommt ein neuer Tensor raus. Oder hier wird verarbeitet, die beiden werden zusammen vielleicht addiert oder irgendwas, ja, multipliziert, kommt ein neuer Tensor raus. Wird wieder verarbeitet, kommt ein neuer Tensor raus. Und das kann ich relativ leicht aufschreiben. Das wird in Autograd bei uns gespeichert in einem Typ, der heißt sinnigerweise Tape. Ja, das ist der Mitschnitt sozusagen, der Mitschnitt dessen, was da gemacht wurde. Und aus diesem Tape kann man tatsächlich nachher den Gradienten wieder berechnen. Und das zeige ich Ihnen aber direkt im Code. Das geht wahrscheinlich besser als so rein nur mit Symbolik hier. Ein Moment. Autocard. Gut. Dann importieren wir als erstes mal Autocard und Plots, damit wir auch plotten können und das auch benutzen können. Und dann definieren wir mal eine Funktion. Also zum Beispiel f von x ist gleich x Quadrat unsere Parabel. Eine Funktion mit einer Implementierung, mit einer Methode. Die können wir plotten. Dann malt er uns schön die Parabel hin. Jetzt können wir hergehen und sagen, okay, wir wollen jetzt die Ableitung davon haben. Ich weiß, dass die Ableitung von x Quadrat 2x ist, aber ich kann es nicht. Deshalb benutze ich Autograd. Sage, ich möchte eine Funktion df haben, die ist Grad von f. Ja, und jetzt sehen Sie, das ist eine Autograd-Funktion. Und jetzt kann ich beide plotten, f und df. Es ist also eine Funktion, die ich jetzt definiert habe. Und wir sehen, df ist eine Gerade mit der Steigung 2. Das ist genau meine Ableitung
von x Quadrat. Ich kann also direkt tatsächlich, also die Maschinerie funktioniert, die kann ableiten. Allerdings gibt es da noch ein Problemchen, nämlich so ist das ja einfach. Ja. In unserem neuronalen Netz ist es aber komplizierter. Wir haben ja ganz viele Parameter. Wir müssen ableiten gegen jedes einzelne Gewicht. Das sind ganz, ganz viele. Das kann ich nicht mehr so angeben. Das muss ich irgendwie anders machen. Und da haben sich die Autokrat-Leute, wenn sie die PyTorch-Leute waren, die haben sich überlegt, wie man das am elegantesten hinkriegen kann. Und die Idee ist, wir müssen alle Variablen, alle Objekte, die in meinen Funktionen drin sind, irgendwie kennzeichnen als solche Objekte, die Parameter sind, also die optimiert werden sollen, gegen die ich einen Gradienten später vielleicht mal haben will. Und da in Julia die Typen eine sehr wichtige Rolle spielen, macht es Sinn, einfach zu sagen, ja, das ist ein Typ. Das heißt, es gibt durch Autokrat eingeführt einen Typ, der heißt Param, der Parametertyp. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, a gleich Param 3.0. Und dann sehen Sie angezeigt, das ist p 3.0. Das wollte ich haben, den hier wollte ich haben. Der hat einen Wert. Der Wert ist 3.0. Und es gibt natürlich Implementierungen für alle normalen mathematischen Operationen, auch für Variablen von Typ Param. Die funktionieren so, dass die einfach den Value nehmen vom Param und damit arbeiten. Das heißt, ich kann jetzt mit dem A genauso arbeiten wie mit jeder anderen Zahl auch. Die verhält sich wie ein ganz normaler Wert. Der einzige Unterschied ist, es ist drumherum quasi noch ein Param-Typ gewrappt, was es mir ermöglicht, später das zu identifizieren als zu optimierender Parameter. So, jetzt definiere ich mal wieder meine Funktion f von x gleich x Quadrat. Eigentlich habe ich sie schon definiert, aber machen wir es doch mal. Okay. Und jetzt schalte ich den Beobachter ein. Zeige mir mal als erstes das Ergebnis an. Ich bin hier immer wieder Maus an der falschen Stelle, weil ich am falschen Fenster bin. Also, ich schaue mir erstmal das Ergebnis an, sage add. Show f von a. Ja, das müsste jetzt, was ist a3? Das müsste 9 sein, ja, 3 Quadrat. Und jetzt mein Beobachter. Y ist gleich und diff f von a. Und diff, add diff f von a macht nichts anderes, als auch f von a aufzurufen und auszurechnen. Gleichzeitig aber zu beobachten. Was kommt raus? Also das erste f in a von a, da kommt 9 raus. Beim zweiten, da kommt auch 9 raus, aber das ist nicht mehr keine Zahl mehr, keine Float, sondern das ist vom Typ Tape. Das ist dieser Tape-Typ, in dem eben drin steht, wie das berechnet wurde, wie das Ergebnis zustande kam. Ja, ich kann wieder ein Value von meinem Y aufrufen, das sind die 9. Ich kann aber gucken, was sonst so drin steht. Und was steht da sonst so drin? Das ist nämlich eine Structure. Das sieht man, das Tracking, das sieht man, was der tatsächlich hier gemacht wird. Und zwar im Dict stehen die Zusammenhänge drin. Und in y.list, na, wieder falsche Dinge, y.list, da stehen die Knoten drin. Ja? Das sind die Knoten, die aufgezeichnet wurden. Das sind die Zusammenhänge, die aufgezeichnet wurden.
die Kanten zwischen den Knoten. Das heißt, mein Objekt Y, das ist dieses Tape, das während der Berechnung des Wertes erstellt wurde. Und jetzt kann ich den Gradienten hier angucken. Jetzt sage ich Grad von Y A und das ist 6. Ja, was ist 6? Ja, wir wissen noch von vorher oder von überhaupt, die Ableitung von x Quadrat ist 2x. Also A hatte den Wert 3. Jetzt haben wir den Gradienten, der ist also 2 mal 3 gleich 6. Auch das ist der halbe Weg. Ja, ich kann jetzt also zu jedem Parameter, den ich reinstecke und als Parameter definiere, auch den Gradienten direkt abrufen. Das Problem ist, wenn das sehr viele sind, dann wird es leicht unübersichtlich. Und da gibt es Gott sei Dank einen Iterator dazu, nämlich der heißt params. Ich kann nicht sagen params y, und dann sieht man, da kommt ein Iterator raus, der iteriert mir alle meine Parameter. Ja, mal schauen, was da drin steckt. Vor p in params y. Einfach einmal iterieren. Println. P will ich, nicht A will ich. P will P gleich Dollar P. Ja, ich iteriere über alle Parameter. Und es gibt in dem Fall nur einen, nämlich der mit dem Wert 3.0 und der Gradient ist 6. Das heißt, wenn ich jetzt in meiner Funktion viele Parameter drin habe, die irgendwo in meiner Funktion versteckt sind, spielt überhaupt keine Rolle. Ich kann Funktionen verschachteln, ich kann machen, was ich will. Alles, was ich irgendwie kodieren kann als Funktion, also hinschreiben kann als Quellcode, als Funktion, kann ich mit meinem Diff ausrechnen, beobachten und kann mir nachher mit Params sämtliche Params rausholen, die irgendwo da drin versteckt sind und den Gradienten dazu abrufen. Ja, mit dieser Maschine können wir jetzt eine Teilfunktion schreiben, die für im Prinzip beliebige Funktionen beliebige Parameter optimieren kann, weil es immer den richtigen Gradienten findet. Also, da sind wir wieder. Ich habe Ihnen hier mal das wieder in eine neue Datei gemacht, beziehungsweise die Datei ein bisschen aufgeräumt. Da oben stehen immer noch unsere Definitionen, unsere Layer. Ich habe es ein bisschen knapper geschrieben, damit Sie sehen, dass es tatsächlich nur ein paar Zeilen Code sind, die hier sind. Ich habe die Funktion, die Signatur für meinen Layer, den habe ich hier auch in eine Zeile geschrieben. Ja, man kann das, wenn man will, kann man das zusammenquetschen, dann einfach damit es weniger Code ist. Die ausführliche Schreibweise ist eigentlich schöner als die hier. Und ich habe hier schon mal was dazu geschrieben, eine zweite Signatur. Nämlich, wir brauchen natürlich, wenn wir unser neuronales Netz trainieren wollen, brauchen wir eine Loss-Funktion. Weil die Loss-Funktion müssen wir ableiten. Von der müssen wir den Gradienten berechnen. Und die Loss-Funktion, die definiere ich einfach wieder als Signatur von meinem neuronalen Netz, von meinem Objekt MLP. Ich sage, wenn ich nicht ein Argument übergebe, sondern wenn ich zwei Argumente übergebe, dann interpretiert das bitte so, dass das Y der Teaching Input ist und das X die Daten sind. Und dann berechne mir von dem X erstmal den Output. Ja, mit dieser Signatur wird erstmal der Output berechnet und dann nimm den Output aus dem neuronalen Netz plus oder sowie mein Teaching Input und rechne eine Loss-Funktion damit.
Und ich habe hier schon hingeschrieben, ich möchte die binäre Kreuzentropie, die Binary Cross Entropy, ich habe es mal BCE abgekürzt, als Lossfunktion haben. Ja, wenn Sie auf die Folien schauen oder ins Skript schauen oder sich vorher an den Theorieteil erinnern, der Vorlesung, die binäre Kreuzentropie ist die ideale Lossfunktion, wenn ich einen 1-0-Output habe, der entweder 1 oder 0 sein soll, und genau ein Neuron nur hier habe. Wie sieht die binäre Kreuzentropie aus? Ich definiere die einfach da oben auch nochmal gleich mit. BCE von Output und Teaching Input. Ich nenne es mal so wie in den Folien. Was ist jetzt BCE? Das können Sie direkt von den Folien im Prinzip abschreiben. Ja, das ist einfach minus die Summe von T mal Log O plus 1 minus T mal Log 1 minus O. Ja, das war unsere binäre Kreuzentropie. Das funktioniert auch sofort, wenn O und T einzelne Zahlen sind. Also ich habe ein Output-Neuron, ich trainiere ein Muster und dann kann ich hiermit sofort die binäre Kreuzentropie berechnen. Wir wollen ja auf jeden Fall unsere Tensorarithmetik weiter nutzen. Das heißt, die Funktion, die soll auch funktionieren, wenn T ein Vektor ist. Und ohne Vektor sind, wenn beides Vektoren sind, dann muss ich jetzt aufpassen, was ich hier elementweise rechne. Ja, dann geht das zum Beispiel, das geht schon mal nicht. Ich kann nicht zwei Vektoren, kann ich nicht miteinander multiplizieren. Das geht nicht. Ich kann Sie mal zeigen, ja, wenn ich 1, 2, 3 nehme, mal 1, 2, 3, mager nicht. Dann sagen Sie, blödes Julia, ja, mein Python kann das, oder mein R kann das, mein MATLAB kann das sowas. Ja, nee, Julia ist nicht blöd. Fragen Sie mal die Mathematiker, die Multiplikation von zwei Vektoren, die ist nicht definiert, die gibt es nicht. Ne? Es gibt ein Punktprodukt, es gibt ein Kreuzprodukt, es gibt ein Tensorprodukt, ein Inneres, ein Äußeres und sonst was, aber ein Mal gibt es nicht zwischen zwei Vektoren. Ja. Die ganzen anderen Produkte, die gibt es natürlich. Ja. Punktprodukt gibt es. Ein Kreuzprodukt gibt es, die kann ich alle rechnen, aber ein Mal gibt es, weil das ist nicht definiert. Was ich hier will, in dem Fall, ist was anderes. Ich will jedes mit je einzelnen, also ich habe ja einzelne Muster, die ich durchmache und ich will ja die BCE für jedes einzelne Muster berechnen. Also muss ich das elementweise machen. Also übertragen hier mal ein Beispiel, ich will 1 mal 1. Und 2 mal 2 und 3 mal 3 und mehr nicht. Und es soll ein Vektor rauskommen, der wieder aus drei Werten besteht. Und das mache ich, Sie wissen es schon, wenn Sie sich erinnern, mit diesem Broadcast-Operator. Der Punkt, der macht alles bei Julia elementweise. Ja, das ist wie in MATLAB. Also, wenn ich das mache, dann geht's. Und jetzt steht da 1 mal 1, 2 mal 2 und 3 mal 3. Ja, und das heißt also, was ich hier brauche, ist schlicht und ergreifend, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich hier? Ich brauche hier den Punktoperator. Und da hinten natürlich das Gleiche. Also ich brauche hier den Punktoperator. Und hier brauche ich ihn natürlich auch, weil mein t, ja, ich schreibe 1 minus t und möchte aber nachher wieder alle Werte vom t haben, nur immer 1 minus jeder Wert, also elementweise. Und da brauche ich es auch. Und da brauche ich es auch, weil ich alle Elemente von meinem O-Vektor einzeln in den Logarithmus packen will. Also in dem Fall ist es sogar tatsächlich relativ leicht, weil ich überall alles elementweise machen muss. Und wenn ich alles elementweise habe, dann habe ich eben am Schluss immer noch in der Summe drin einen Vektor, der genauso lang ist, wie vorher mein T und O lang waren und der die einzelnen binären Kreuzentropien für die einzelnen Muster enthält.
Und davon will ich jetzt noch die Summe machen, über alle Muster. Ja, also das ist die binäre Kreuzentropie. Im Prinzip ganz einfach hingeschrieben, für die Tensorarithmetik müssen wir darauf achten, dass wir in dem Fall tatsächlich an allen Stellen die Operatoren elementweise machen müssen. Okay, da habe ich sie definiert, dann kann ich sie da unten hier in meine Signatur mit reinschreiben und dann habe ich es. Jetzt probieren wir das mal aus. Ich habe das auch kurz vorbereitet mit der binären Kreuzentropie noch. Also wir definieren mal ein kleines XOR, so wie wir es nachher eigentlich haben wollen. Ja, einfach nur zwei Schichten. Ich propagiere einmal durch, bekomme die vier Ergebnisse. Mal gucken. Ist natürlich Zufall, was da rauskommt, ja, weil ist ja zufällig initialisiert. Aber jetzt probiere ich noch die BCE zu berechnen. Okay, da gibt es ein Problem. No Method Matching. Ich habe die hier gar nicht. Ah, ich habe das alles gar nicht. Ich habe das alles noch gar nicht ausgeführt hier. Also ich muss das hier alles mal ausführen bis darunter. Ja. Okay. Also, das ist, solange der das ja macht, werft das gerade mal an, sage ich gleich was dazu. Ich mache mal einen Stopp, Julia. Und starte es wieder neu. Was ist hier passiert? Structures sind immutable. Ja, da gehe ich jetzt auf die Theorie nicht weiter drauf ein, aber es ist eigentlich es ist eine gute Idee, dass Structures immutable sind. Das heißt, ich kann Structures nicht mehr ändern, wenn ich die einmal definiert habe. Es gibt die Möglichkeit, die Structures explizit mutable zu machen. Ich kann hier mutable davor schreiben. Dann kann ich sie ändern, aber der Schönheit willen, der Klarheit willen, sollte man das nur machen, wenn man es wirklich braucht. Ja, ich lasse die hier mal immutable. Aber starte mal Julia neu, damit ich den Workspace komplett leer habe wieder und wieder bei Null anfange. Ist eh eine gute Idee. Ja, ich habe Ihnen so viel Zeugs hier schon gezeigt. Wenn man komplett mit einem neuen, frischen Workspace anfängt, dann ist das vielleicht gar nicht schlecht. Also, kann es ja noch ein bisschen knapper machen. So, wir haben die Structure schon definiert. Jetzt die Signatur für das Forward. Das ist im Prinzip die Forward-Funktion, die wir hier haben. Und die Funktion, die uns die binäre Kreuzentropie berechnet. Jetzt definieren wir unser MLP. Probieren nochmal, ob er wirklich durchpropagiert. Da müsste also für jedes Muster ein Wert rauskommen und das ist ein Zeilenvektor, ja. Und jetzt gucken wir mal, ob er uns jetzt die binäre Kreuzentropie berechnet. Jawohl, und die ist 2,8, ja. Die Summe der binären Kreuzentropie über alle vier Patterns ist 2,8. Also die Loss-Funktion funktioniert auch. So, jetzt können wir unser Training endlich angehen. Also, ich habe hier den Kopf schon reingeschrieben. Train bekommt als Parameter unser Modell, das neuronale Netz. Ja, im Prinzip ist es die Forward-Funktion. Ich könnte auch Forward reinschreiben. Das ist einfach unser neuronales Netz. Dann die X-Daten, die Y-Daten, also den Teaching-Input. Dann zum Training muss ich sagen, wie lange willst du denn trainieren? Wie viele Runden sollen alle Daten durchgepumpt werden? Ich sage mal standardmäßig eine Epoche. Und wir brauchen eine Lernrate. Ich mache sie mal kleiner, 0,01 ist vielleicht besser, wenn wir ein bisschen kleiner haben in dem Fall. Okay, jetzt machen wir das, was Sie gerade eben bei AutoCAD gesehen haben. Das heißt, wir berechnen als erstes mal unseren Loss. Wir brauchen Autograd. Autograd.
So, wir brauchen Autograd. Jetzt berechnen wir den Loss und wir nehmen jetzt unseren Beobachter mit dazu. Also wir berechnen den Loss nicht einfach so, sondern wir lassen jetzt Autograd beobachten, was da gerechnet wird. Model von x und y. Ja, also wir berechnen den Loss, aber beobachten. Ich glaube, irgendwie hängt gerade mein Julia. Was ist da los? Ah, da ist er. Okay. Ich glaube, ich probiere es mal hier einfach aus. Ja? Wir rechnen mal los gleich additiv. Und jetzt das Model heißt XOR XTRN. Führe das aus, und da kommt ein Wert raus. Das war gerade anders, oder? Das war komisch. Gucken wir mal, was unsere Parameter machen. Ich collecte mal, ich sammle mal alles ein, was mein Iterator hier liefert für die XOR-Funktion. Nicht eine leere Liste. Hä? Ja, klar, natürlich, ich bin blöd. Wir haben ja auch gar keine Parameter drinstehen. Ja, wenn wir keine Parameter in unserer Funktion drinstehen haben, dann findet der natürlich auch keine. Wo müssen wir die reinschreiben, die Parameter? In unsere Denn-Schicht. Hier. Ja, unsere Denn-Schicht, die muss markieren, welches die Parameter sind, die zu optimieren sind. Und das mache ich ganz einfach. Ich habe gesagt, wir wrappen einfach alle Variablen, die Parameter sind, in diesen Param-Typ rein. Also schreiben wir einfach Param hin. Also unsere Matrix ist Param. Und unsere Bs, unsere Bias sind auch Params. Param. Sieh aus. Mal um, eigentlich wollte ich es umbrechen und nicht ausführen, aber ist egal. Ja, also die zweimal als Paar. So, jetzt stehen in meiner Denn-Schicht die Params drin. Also, jetzt kann ich wieder hergehen. Jetzt mache ich mein MLP nochmal neu mit dem neuen Konstruktor. Und wenn ich jetzt mal reingucke, Layer, Dens, jetzt müsste, ja. Sind sie, jetzt ist meine Gewichtsmatrix eine 2x2 Matrix, Arrayflow 64, aber gewrappt in ein Param. Und meine Biase auch gewrappt in ein Param. Eingepackt nochmal in ein Param. So, jetzt machen wir hier nochmal unseren Loss. Das erste Mal muss wieder alles durchkompiliert werden. Dauert ein bisschen länger. Und jetzt sehen wir schon, jetzt ist unser Loss von diesem Tape-Typ. Ja, jetzt ist es nicht mehr einfach der Losswert, sondern jetzt habe ich hier den Typ meiner Mitschrift sozusagen. Und wenn ich jetzt die Parameter suche, ja, wunderbar. Ja, und jetzt habe ich die vier Parameter. Das heißt, jetzt kann ich das machen, was wir vorher beim Spielbeispiel auch gemacht haben. Jetzt kann ich einfach hergehen und sagen, for p in params, entweder loss oder xor, das ist eigentlich egal. Und jetzt kann ich die Gradienten abrufen. Ja, die schreibe ich wieder schön mathematisch. Mit der partiellen Ableitung Partial LP, also der Loss-Funktion nach diesem P abgeleitet, ist nichts anderes als Grad Loss mein Parameter P. Das ist jetzt die Ableitung. Sollen wir mal ausprobieren, ob das funktioniert? Probieren wir mal, ob das funktioniert. Ja, also, ja, ich würde berechnen mal Grad Loss.
Ja, halt, ich muss erstmal die Parameter, dass ich nicht so viel tippen muss. P's, alle P's. Ja, und jetzt kann ich schreiben, Grad plus P's 1. Ja, der erste. Ja, ich sollte hier auch ein Komma schreiben. Okay, ja, der erste Parameter, da oben sehen wir es, das ist die 2 mal 2 Gewichtsmatrix in meiner ersten Schicht vom neuronalen Netz. Und der Gradient davon ist natürlich auch eine 2 mal 2 Matrix, weil ich ja alle vier Delta-Ws aktualisieren muss. Wunderbar, ja, und das kann ich jetzt für alle nachschauen. P2, das müssen die Biases sein, das sind die Deltas für die Biases. P3, das ist die Gewichtsmatrix für die zweite Schicht. Und das müsste noch ab, nicht 1, 4 wollte ich haben. 4. Das ist der eine Bias für mein Output-Neuron noch. Ja? Also ich kann nach und nach jetzt für jeden einzelnen Parameter den Gradienten abrufen und habe den da stehen als Zahlenwert. Und den muss ich jetzt bloß noch drauf addieren. Ja? Jetzt sage ich eben, Parameter ist gleich Parameter plus bzw. minus, ich muss immer in die andere Richtung gehen, Eta Lammrate mal Partial LP, ups, Partial LP, nee, LP. Achtung, wieder darauf achten, das muss ich broadcasten. Das Eta muss auf jedes Element von meinem Array hier einzeln drauf, also das ist einzeln. Und die Differenz muss auch natürlich einzeln sein. Ich habe eine 4x4 Matrix mit Gewichten, ich habe eine 4x4 Matrix mit Deltas und ich muss immer eins von einem abziehen, also einzeln. Und jetzt kommt noch was, das haben wir glaube ich noch nicht gesehen, deshalb erzähle ich es Ihnen jetzt. Da schreibe ich auch einen Broadcast-Punkt hin. Was macht er? Der sorgt dafür, dass, wenn ich das so hinschreibe, dann wird ein neues P generiert. Ja, ich erzeuge ein neues P, das die neuen Werte enthält. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, aber es ist auf jeden Fall nicht besonders performant, weil ein neues Objekt anlegen, da muss Speicher allokiert werden, dann ist der alte Speicher nicht mehr gebraucht, dann brauchen wir einen Garbage Collector. Wenn es auf der GPU ist, die hat immer wenig Speicher, dann reicht vielleicht der Speicher nicht, weiß der Geier was. Brauche ich nicht. Ich mache punktgleich. Damit überschreibe ich eins für eins jeden Wert von meinem alten P durch die neue Zahl. Also das geht ohne irgendwelche Speicheroperationen ab. Ich überschreibe einfach exakt im Speicher die alten Werte durch die neuen. Das ist meistens deutlich schneller. Kann man natürlich nur machen, wenn es wirklich so ist. Also wenn das Ergebnis exakt die gleiche Topologie hat wie das, was man überschreiben will. Und wenn ich es alle nicht mehr brauche, ja, weil dann ist es unwiderruflich verloren natürlich, wenn ich es direkt überschreibe. Also ist aber sehr praktisch, dass es das gibt. Also mit punktgleich kann man direkt den Inhalt eines Objektes überschreiben. Und das mache ich hier, weil das hier natürlich genau das ist, was ich brauche. Jetzt mache ich noch End für meine Schleife und am Ende Return mein neues Modell. Ja, mein modifiziertes Modell gebe ich zurück. Was fehlt noch? Ja, die Geschichte mit den Epochen fehlt noch. Okay, das schreibe ich kurz rein. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ich habe Epochen als Parameter drin, weil wir brauchen ja viele Epochen. Eine reicht uns nicht wirklich weit. Also brauchen wir nochmal eine Schleife. For i in Epochs. Epochs. 1 bis Epochs. Und eventuell können wir hier eine Ausgabe machen. Wäre ja, vielleicht nicht schlecht. Printline
Dollar I, Doppelpunkt, und jetzt möchte ich den Loss mir angucken, damit ich während des Trainings den Loss sehen kann. Ja. Value Loss. Ja, ich könnte sehr schön interpolieren, wenn sich das einfach in die Zeichenkette, die ich ausgebe, mit Dollar Julia-Ausdrücke reinschreiben, die dann während des Ausdruckens ausgeführt werden. Gut. Einmal die Funktion kompilieren und dann gucken wir mal. Wir haben ein Objekt XOR, ja, das haben wir da schon benutzt. Also können wir jetzt eigentlich das XOR mal trainieren. XOR gleich train. Ich speichere mir natürlich das neue Objekt gleich wieder ab. XOR. Und mit XTRN, mit YTRN und den Standardwerten. Der Rest ist Standardwert. Und schreibe gleich noch dahinter XOR XTRN, dass wir das Ergebnis sehen. Und führe das jetzt aus. Und dann kommt ein 1 bis 4 Array raus. Wunderbar. Probieren wir mal. Ich schreibe das jetzt mal hier auf die Rippe, dass wir ein bisschen mehr sehen von der Welt, damit wir die Ausgabe immer gleich sehen können. Da bin ich. Gleich 1000. Ja, wir machen es mal 1000 Epochen. Wir gucken uns ja die Loss immer an. Ja, und Sie sehen, der Loss, also es ist wahrscheinlich zu wenig trainiert. Ja, ich nehme mal an, es ist zu wenig trainiert. Also eventuell ist die Lernrate zu klein. Mal die mal größer. Wir machen mal hier noch was davor. If i modulo 50 gleich 0. Ja, nur jedes 50. Mal will ich die Ausgabe haben, weil die Ausgabe macht die Sache langsam. Die Ausgabe dauert in der Tat länger als die ganze Rechnerei. Deshalb ist es keine gute Idee, jedes Mal es auszugeben. Aber jetzt gucken wir mal. Trainieren wir noch mal. Ja, und wir sehen, der Loss geht zumindest runter. Irgendwie, es ist noch nicht wirklich ein richtiges XOR, aber der Loss geht runter. Wir trainieren nochmal. Der Loss geht noch weiter runter. Und jetzt wird es auch ein XOR. Wow, ja? Also, jetzt haben wir 0, fast 0, fast 1, fast 1, fast 0. Ich kann auch mal länger trainieren. Mal 10.000 Schritte trainieren. Dann dauert es kurz. Aber Sie sehen, der Loss wird immer kleiner. Der wird immer kleiner. Der wird immer kleiner. Und wir haben ein richtiges XOR erwischt. Ja? So, was haben wir gemacht? Ja, schauen wir mal drüber. Ich speichere mal ab. Hier habe ich meine Muster definiert. Wir haben ein neuronales Netz programmiert, und zwar wirklich vom absoluten Anfang an, ja, ich habe sogar die Aktivierungs-, die Logistikfunktion selber definiert. Ich habe die Kreuzentropie selber definiert. Wir haben unsere Layer definiert. Wir haben definiert, wie die Layer berechnet werden. Wir haben keinerlei Framework oder irgendwas benutzt. Wir haben wirklich von Grund auf die komplette Mathematik vom neuronalen Netz selber hingeschrieben. Und Sie sehen, das ganze Zeugs passt auf diesen kleinen Bildschirm drauf. Ja, das ist alles. Ja, die Leute benutzen TensorFlow und denken, oh, da hat Google Jahrzehnte Zeit investiert, 100.000 Zeilen Code und weiß ich was alles, was da drin steckt an Know-how und an mächtige Sachen, die da passieren, wenn man so eine API-Funktion nutzt. Sie können dieses ganze mächtige Zeug mit 20 Zeilen Code selber hinschreiben. Und das ist genau das Gleiche.
Ja, also wenn Sie eine Didens-Funktion von TensorFlow verwenden, da passiert dupfengenau exakt das Gleiche wie hier. Da ist kein bisschen mehr Magie oder Intelligenz oder sonst was dabei. Das ist absolut exakt genau das Gleiche wie das, was wir hier hingeschrieben haben, ist das, was unter der großen API auch ist. Ja, Sie haben hier jetzt die Motorhaube auf und sind der Automobilbauingenieur, der wirklich jede Schraube selber festgedreht hat und designt hat. Und das funktioniert. Und wir können damit jetzt sogar beliebige künstliche neuronale Netze bauen. Ja, Sie können auch größere bauen. Ne? Ich kann sagen, ich mache einen XOR, na, XOR, was schreibt er denn? Gleich NLP Dens. Ja, der Input ist klar, der Input ist immer 2. Ich habe immer 2 als Input, aber jetzt sage ich, ich möchte 64 haben. Ja, als zweite Schicht. Und jetzt will ich einen zweiten Layer drunter haben. Dens. Der hat hier 64 oder nochmal 64. Will ich nochmal einen Layer drunter haben? Der hat 64 und dann 16. Oh, wir haben was falsch gemacht noch. Ei, der Daus, ei, der Daus, wir haben was falsch gemacht. Halt, mir fällt es gerade auf. Mir fällt es gerade auf. Wir berechnen die BCE. Nee, ist nicht falsch. Ist richtig. Gut, ist alles gut. Alles gut, alles gut. Sigmoide Aktivierung passt. Dachte, das sei falsch. Dens 16.1. Ja, jetzt haben wir ein ordentliches neuronales Netz definiert aus 4 Schichten, die zum Teil ziemlich groß sind. Ja, hier die Matrix hier, die ist 64 mal 64 groß. Das kann ich auch trainieren. Trainiert ein bisschen langsamer, aber Sie sehen sogar, geht sehr schnell der Loss runter. Da bräuchte ich also gar nicht, da keine 10.000. Ja? Je größer das neuronale Netz ist, ist tatsächlich so, desto leichter findet es auch den Weg auf der Fehlerfläche ins Minimum. Deshalb ist das große neuronale Netz hier, das findet schneller den Weg nach unten als das kleine. Ja, bei den kleinen haben wir schon gesehen, da kann sogar passieren, dass es den Weg überhaupt nicht findet. Sie sehen hier, ja, fast ein perfektes XOR haben wir. Ja, da braucht man, man kann das ja nochmal neu initialisieren, unser Riesennetz. Und da braucht man keine 10.000, ja, machen wir bloß 1.000, da geht es schneller. Ja, und Sie sehen, wie der Loss runtergeht und wie wir ein XOR kriegen. Ja, also, so können wir es mal. Und noch was, halt eins muss ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Ja, ich schaue nochmal zu Ihnen rüber. Was haben wir nämlich jetzt? Jetzt müssen Sie mir Ihren Quellcode mal angucken, was wir da eigentlich haben. Wir haben tatsächlich jetzt ein neuronales Netz selber hingeschrieben, ziemlich schnell und knapp. Und wir haben eine Trainfunktion. Und die Trainfunktion, da denken Sie jetzt, ja, das ist eine Trainfunktion für so einen perzeptronenfreien. Nein, Sie haben jetzt eine Trainfunktion, mit der können Sie beliebige Funktionen trainieren, weil die hat gar nichts mit einem neuronalen Netz zu tun. Alles, was Sie brauchen, ist, Sie brauchen irgendein Modell, wobei das Modell heißt lediglich, das muss eine Funktion sein, die ausführbar ist, die einen Loss liefert und die muss innen drin Parameter definiert haben. Alle Variablen, die als Parameter da sind, die abgeleitet werden sollen, die müssen da drin stehen in dem Modell. Und wenn das so ist, dann können Sie das Modell mit dieser Funktion optimieren. Das ist eine ganz allgemeine Funktion, mit der Sie jede beliebige Funktion, jedes beliebige Modell, egal wie Sie es gebaut haben, mit dem Gradientenverfahren optimieren können. Also völlig allgemeiner Optimierer, den wir hier jetzt gemeinsam gebaut haben. Und Sie sehen, es hängt auch natürlich ein bisschen mit zusammen mit dieser schönen Programmiersprache, weil in Julia geht es eben so einfach, das hinzuschreiben. Ja. Und ich glaube, man kann es auch gut verstehen, man muss nur in diese Denke reinkommen. Ja, man muss in diese Tensorarithmetik-Denke reinkommen. Dann ist das ganz einfach, was da steht. Wenn Sie nicht in diese Tensorarithmetik-Denke reinkommen, dann ist es eh schwierig. Da müssen Sie reinkommen. Also wenn Sie Machine Learning machen wollen, müssen Sie das
schaffen. Also, es wird auch Übungsblatt geben, wo genau sowas wieder gefordert wird. Und ich bitte Sie, tippen Sie es nicht einfach ab und freuen sich daran, dass es geht, sondern machen Sie es wieder so, schauen sich das Tutorial an, schauen sich das Skript an und dann programmieren Sie selber. Sitzen Sie hin und programmieren es selber, ohne nachzugucken. Und wenn Sie das können, ist gut. Und wenn es nicht klappt, dann gucken Sie nach. Und dann gehen Sie wieder an Ihren Editor und programmieren aber wieder selber. Also nie abschreiben. In dem Moment, wo Sie was durch Abschreiben hinkriegen, haben Sie zwar eine Lösung, aber Sie können es nicht. Und das Ziel von unserer Geschichte hier ist ja, dass Sie es nachher können. Und mein Ziel ist es auch. Also ich möchte, dass Sie nachher richtige Data Scientists sind. Deshalb bitte machen Sie so. Investieren Sie die Zeit und dann klappt es. Und wir üben das jetzt das ganze Semester durch. Also keine Sorge, das ist jetzt noch nicht fertig. Es kommen zwar immer wieder neue Sachen mit dazu, aber so die wichtigen Sachen werden immer wieder und wieder und wieder geübt, sodass das am Ende jeder, glaube ich, in Fleisch und Blut drin hat. Also, soweit so gut. Das war's für heute. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und bis zum nächsten Mal.